Liebe Freunde, Shalom. Der Thema heute ist leider nicht der Wochenabschnitt. Das Thema ist, warum, warum, warum? Die Frage, die wir alle haben. Und die Frage von uns alle ist gezielt an eine Adresse. Am lieben Gott. Ja, am lieben Gott. Die Frage ist noch stärker, wenn in der Tora sagt er, dass wir sind seine Kinder. Dann können wir sich vorstellen, dass wenn wir sehen, unsere Kinder sind in einer Gefahr, hätten wir alles gemacht, unser Leben weggegeben, dass etwas so soll nicht passieren zu unseren Kindern. Und das ist die Frage, die wir haben. Und die Antwort ist, leider, es gibt keine Antwort. Der Rebbe hat uns einfach gelernt, er wird immer sagen so, man weiß nicht warum, aber man weiß, wie zu handeln. Jetzt, wenn ich sage, wie zu handeln, meine ich nicht, wie die Behörden in Israel, und zwar in Israel, wie die sollen handeln. Die handeln sehr gut, die machen ihre Aufgabe. Wir, uns, jeder, jeder auf der Welt, wie soll er handeln? Hat er immer gesagt, weitermachen und wie viel gute Taten gemacht bis jetzt, verdoppeln. Und jetzt verstehen Sie mich richtig. Ich meine nicht einfach zu sagen, der liebe Gott hat mich bestraft, ich will jetzt mehr religiös sein. Das ist nicht das Thema. Und ich glaube nicht an die Sachen. Machen mehr Taten ist nicht, weil ich will mehr religiös sein, weil das ist das beste Methode, wie zu kämpfen. Sehr Agenda ist zu bringen Hass, Terror, Blut auf der Welt. Und unsere Agenda ist zu bringen gut Licht auf der Welt. Und darüber müssen wir zeigen, dass wir stehen stark und wir weitermachen unsere Aufgabe. Jetzt will ich etwas sagen, kann sein, man wird mich kritisieren, aber ich will es versuchen zu erklären. Der Rebbe wird betonen immer, das zu machen mit Freude. Dann stellt sich die Frage, was Freude? Was Freude in einer Zeit? Und viele haben kritisiert. Aber man muss verstehen, der Hasidismus sagt, Freude enthält in sich mehr wie ein Element. Fast jede Sache im Leben enthält in sich mehr wie ein Element. Es gibt Freude, weil es gibt einen Anlass, Bar Mitzwa und so weiter. So ein Simche ist streng verboten in dieser Zeit. Es gibt Freude als Waffe zu dieser Situation. Nach der Kabbalah und nach Hasidismus, wenn man bekommt so ein Klappen, trotzdem bleiben wir mutig und zufrieden, das sozusagen stellt weg sozusagen und bremst alle, wie soll ich sagen, alle Richtungen, die es gibt in dem Anklage oben. In dem Moment, wenn wir sind zufrieden, hat er mehr keine Worte und er muss zurücktreten. Das ist etwas, was die Kabbalah erklärt zum Hasidismus. Und das bedeutet Freude. Bleiben mutig und mit Freude, nicht weil wir sind zufrieden, mit Freude, weil das ist eine Waffe, so hat man uns gelernt. Und das bremst oder hält zurück dem Anklage oben im Himmel. Ob man versteht oder nicht, aber das ist eine Waffe. Merkwürdig will ich enden. Dieser Wochenabschnitt, Breschit. Jeder Wochenabschnitt ist geteilt in 7. Vor jedem Tag. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Schabbat. Der Teil von dem Wochenabschnitt von diesem Sonntag, das ist der erste Satz im ersten Buch Moses. Und was interessant, und das ist einfach nicht zu glauben, die Tora sagt ganz einfach, Breshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz. Am Anfang schuf Gott das Himmel und Erde. Und danach sagt die Tora, ve'aretz haita tohu vavohu. Inzwischen bis alt hat sich stabilisiert. Und weiter sagt die Tora, wenn ich erinnere mich richtig, Beruach Elohim merachefet apne amayim. Und das Geist von Gott schwebt über das Wasser. Was bedeutet das?
Rashi, der klassische Kommentar, sagt, das geht auf dem Geist von Mashiach, Rucho shel Mashiach. Das bedeutet, am ersten Tag, wenn der liebe Gott hat erschaffen die Welt, hat er schon vorgesehen, das Endstation. Und das ist der Mashiach und das ist unsere Lösung. Aber was ich will mehr sagen ist, Rashi stellt die Frage, warum fängt an die fünf Bücher Moses mit der Geschichte, der liebe Gott hat erschaffen die Welt? Das ist doch Teil von Geschichte. Eigentlich sollte die Tora anfangen mit ein Mitzwa. Die erste Mitzwa, die wir haben bekommen, war die Mitzwa von Rosh Chodesh, ja? Wie man deklariert den neuen Monat. Das war die erste Mitzwa, die wir bekommen in die Wüste. Dann stellt Rashi die Frage, warum fängt dann die Tora mit der Geschichte, wie der liebe Gott hat erschaffen die Welt und nicht mit der Mitzwa? Jetzt hört gut zu. Und Rashi war nicht bekannt als ein Prophet. Aber er sagt hier eine offene Prophezeiung. Rashi sagt, der Grund, warum der liebe Gott hat angefangen, die Tora mit Breschit, weil, sagt Rashi, es wird kommen eine Zeit, wo die Nichtjuden wollen kommen zu uns, zu den Juden, und uns Vorwürfe machen. Warum hat ihr geklaut das Land Israel? Das gehört nicht zu euch, das gehört zu uns. Und sagt Rashi, der Ruhm hat der liebe Gott angefangen, mit der Geschichte der geschürzten Welt, damit wir sind immer bereit und wir antworten dem, der liebe Gott hat erschaffen die Welt gehört zu ihm, und er hat entschieden, am Ende zu geben, das Land zum jüdischen Volk. Und damit will ich enden. So wie der erste Teil von der Prophezeiung von Rashi hat sich leider realisiert, zu 400%, dass die sind gekommen und gesagt, dass wir haben weggenommen von dem Land. Aber wir müssen wissen, dass wenn Rashis ersten Teil hat sich realisiert, dann wird sich das zweite Teil von Rashi auch realisieren, dass die Welt alle müssen akzeptieren, dass der liebe Gott hat erschaffen die Welt und hat es gegeben zum jüdischen Volk. Stellt sich vor, Rashi kommt und sagt, der ganze Grund, warum die Tora fängt an, wie der liebe Gott hat erschaffen die Welt, ist nicht, weil das ist der Anfang von der Geschichte. Rashi sagt, nein, eigentlich soll er anfangen mit einem Mitzwa. Aber der liebe Gott hat verzichtet, anfangen die Tora mit einem Mitzwa und gesagt, ich schreibe zuerst die Geschichte, weil es ist bekannt und wir wissen, die werden kommen und sagen, das ist unser Land. Rashi hat einfach gesagt, eine Prophezeiung. Jeder kann aufmachen, ersten Buch Moses, morgen und gucken, was Rashi sagt. Und darüber sind wir sicher, dass die anderthalb von der Prophezeiung von Rashi wird sich realisieren und wir wollen bleiben stark und wir wollen bleiben mutig und mit Freude und wir wollen siegen. Shalom.